Ja, ich darf mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Michael Jansen. Ich bin Softwareentwickler bei der Databay AG, bin seit 2007 ungefähr im Ilias-Umfeld tätig, bin Maintainer von ein paar Komponenten in unserer Ilias-Codebasis, bin seit 2016 Mitglied des Technical Boards und des aktuellen Technical Boards noch. Freitag sind ja Neuwahlen, aber das soll jetzt keine Wahlwerbung werden. In meinem Vortrag geht es um GitHooks und wie uns GitHooks so ein bisschen den Entwicklungsprozess erleichtern können in Ilias oder uns beim Entwickeln unterstützen können. Die Hauptmotivation rührt eigentlich daher, dass wir vor gut 2 Jahren entschieden haben, dass wir in Ilias einen einheitlichen Coding-Style nutzen wollen. Wir haben uns damals entschieden, dass wir PSR2 nutzen wollen. Das ist ein Coding-Standard von der PHP-Framework Interop Group, FIC heißt sie. Das Akronym war, glaube ich, richtig beschrieben. Wir haben halt leichte Abweichungen damals vereinbart, einfach deshalb, weil der PSR2-Standard schon der ältere der aktuellen Coding-Standards ist. Es gibt mittlerweile auch PSR12. Und wir haben damals aber schon Festlegungen getroffen, wie das zum Beispiel bei einem Typecast ist oder mit Return Type Declarations, dass da noch ein zusätzliches Space kommt. Wir sind dann hingegangen und haben über unsere gesamte Codebase, Richard hatte das damals übernommen, haben wir einen Code-Formatter gejagt, der letztendlich jede PHP-Datei in Ilias angepasst hat und diesen Coding-Style, den wir hier verabschiedet haben, auf diese Dateien angewandt hat. Und dann wurden eben für alle maintainten Branches die entsprechenden Änderungen in unser GitHub-Repository gepusht. Dann haben wir aber festgestellt oder stellen das momentan bei jedem Jour fix fest, dass die Anzahl der Violations gegen diesen Coding-Standard immer wieder zunimmt oder immer weiter zunimmt. Das heißt, Richard hat, wie eingangs erwähnt, die Codebasen bereinigt in allen stabilen Branches. Und ja, jeder Entwickler, man kann tatsächlich sagen, jeder Entwickler, der schaut dann mal nicht so genau hin und ja, führt dann wieder neue Violations ein, die gegen diesen Coding-Standard verstoßen. Und Richard springt dann jeden Jour fix quasi im Dreieck und ärgert sich über den Zuwachs an Violations. Richard ist ja unser CI-Beauftragter und reportet quasi immer die neuen Unit-Tests, was immer positiv ist, weil hier kommen immer welche dazu. Der Zuwachs an den Coding-Style-Violations ist aber alles andere als gut. Man sieht dann hier so eine Liste und man sieht auch, dass das Modul- oder komponentenübergreifend ein Problem ist, dass eben alle Komponenten oder Services wieder neue Violations einführen und wir eigentlich jetzt wieder diesen Coding-Style wieder neu anwenden müssten und es dann schon wieder zu so einem Big Bang-Commit führen würde, der dann eben wieder jede Datei in Ilias, jede PHP-Datei in Ilias berühren würde, was dann immer ein Problem ist, auch bei Cherry-Picks oder Merges, wenn man einen Fork hat, etc. pp. Und ja, die Motivation des Vortrags über GitHooks rührt jetzt daher, dass wir eigentlich Werkzeuge haben, mit denen wir unter anderem diesen Coding-Style, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Unit-Tests oder generell die syntaktische, ja, die Syntax unseres Code einfach prüfen können, bevor wir die Dateien überhaupt einreichen. Bevor wir überhaupt einen Pull-Request machen, bevor überhaupt die CI damit arbeiten muss. Und dazu möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie wir das im Ilias-Kontext anwenden können. Zuallererst erstmal die Erklärung, was sind Git-Hooks überhaupt? Ihr werdet Git wahrscheinlich kennen, das ist eben unsere Versionsverwaltung oder unser Tool, mit dem wir unseren Ilias-Source-Code versionieren, indem wir unsere Branches pflegen oder unsere Release-Tags. Und GitHooks ist eigentlich nur ein Mittel, was uns Git als Tool liefert. Das sind Skripte, die automatisch immer dann angestoßen werden, wenn bestimmte Ereignisse
eintreten. Und dann werden die eben angestoßen. Der eine oder andere hat das von euch vielleicht schon gesehen oder viele werden es auch kennen von den Entwicklern. Wenn wir, ich hoffe, die Schrift ist groß genug, wenn wir in ein Elias-Repository schauen, dass wir uns mit Git geklont haben, dann finden wir ja den Git-Ordner im Dateisystem und innerhalb des Git-Ordners liegt dann nochmal ein Hooks-Ordner. Ich hoffe, dass meine Schrift groß genug ist. Und wenn wir diesen Hooks-Ordner dann uns mal anschauen mit einem ls, dann sehen wir, dass da eine Menge an Sample-Dateien liegt. Das sind einfach nur Beispiele für GitHooks. Und der Suffix Sample bedeutet einfach, dass diese Dateien quasi nicht aktiv sind. Es ist so, dass es GitHooks gibt, die für das lokale System interessant sind. Und um die geht es eigentlich in den nächsten Minuten. Und es gibt halt auch GitHooks, die man quasi remote nutzen könnte. Aber hier soll es jetzt wirklich nur zentral um diese GitHooks gehen, die lokal in unserem Elias-Klon eben vorliegen. Es gibt, wie man hier sieht, ich mache es mal ein bisschen übersichtlich, vielleicht untereinander, eine Menge an Beispielen. Wir haben zum Beispiel einen Commit-Message-Hook, den wir hier sehen, der eben dafür da ist, zum Beispiel nach Eingabe der Commit-Message diese zu validieren. Es gibt dann eben noch einen Commit-Hook, der nennt sich Prepare-Commit. Der ist dafür da, zum Beispiel, wenn man eine Commit-Message vorbelegen möchte. Wir haben Pre-Commit, das bedeutet, wir können eingreifen, oder der wird angestoßen, wenn wir eben einen Commit ausführen. Wir haben Pre-Push, der eben ausgeführt wird, wenn wir unseren aktuellen Stand zum Beispiel zu einem Upstream, also zu unserem Elias GitHub Repository dann pushen möchten. Wir haben Pre-Rebase und so weiter. Man kann grundsätzlich sagen, dass dass die Hooks mit dem Präfix pre dafür da sind, um eine Aktion, die eigentlich ausgeführt wird, nochmal zu modifizieren. Hooks mit einem Post-Prefix sind eigentlich dafür da oder die kann man dafür nutzen, zum Beispiel Notifications zu erzeugen, wenn man das möchte. Pre-Commit-Hooks eignen sich dann zum Beispiel für Beispiele wie, man könnte verhindern, dass man Rebase, indem man einen Pre-Rebase-Hook ausimplementiert. Und hier jetzt in den folgenden Minuten soll es sich hauptsächlich darum gehen, den Pre-Commit-Hook, um die Commit-Message und auch vielleicht noch so ein bisschen angesprochen der Pre-Push-Hook. Im Elias Kontext haben wir auch eine README zu Hooks, weil wir schon vor längerer Zeit erkannt haben, dass Hooks uns hier helfen können, gewisse Dinge zu forcieren, die wir in unserem Elias-Projekt etablieren wollen. Das heißt eben sowas wie Coding-Style, wie vielleicht auch Unit-Tests etc. Das heißt, wir haben eine Dokumentation, wie immer mit unserer Dokumentation, die muss gepflegt werden. Das heißt, wenn sich Freiwillige finden, die auch hier mal drüber schauen wollen und gerne was ergänzen wollen, einfach melden oder Pull-Requests einreichen. Wir sind da als Projekt immer sehr dankbar, auch wenn man Verständnisschwierigkeiten hat etc. Und in diesem GitHook-Dokument beschreiben wir schon mal grundlegend, wie wir GitHooks im Elias-Projekt nutzen und was es da für Alternativen gibt. Ferner sei noch erwähnt, dass wir in den Developer-Tools auf unserem Elias-E-Learning-Projekt auch eine Reihe an Beispielen haben. Das ist ein bisschen unstrukturiert. Also es ist unterschiedliche Entwickler haben hier auch in unterschiedlichen Konventionen Hooks mal eingeführt, die man für bestimmte Purposes nutzen kann. Wir haben zum Beispiel hier einen Pre-Commit-Hook, der dreht sich um Coding-Style. Wir haben aber in anderen Bereichen Support, dann von anderen Contributern entsprechende andere Hooks. Aber da kann man sich schon mal Ideen holen, was man so mit Hooks machen kann, wofür man sie verwenden kann. Wir wollen das jetzt aber mal kurz an einem praktischen Beispiel zeigen. Und zwar wäre die Idee,
dass wir einen im ersten Schritt mal einen Hook uns bauen oder aktivieren, der eben unsere Datei, wenn wir sie committen wollen, auf die Syntax prüft. Ihr werdet das sicherlich kennen, wenn ihr affine PHP-Entwickler seid. PHP hat einen eingebauten Linter, der eben eine Datei auf die Syntax prüft. Er passt die quasi und kann dann eben feststellen, ob dann entsprechende Fehler sind. Das funktioniert halt mit PHP-L. Und das können wir mal kurz simulieren. Ich habe jetzt hier in meinem PHP-Storm, ich mache die Schrift auch hier mal was größer, eine Klasse. Und man mag es nicht glauben, aber das ist tatsächlich schon vorgekommen bei uns. Der Maintainer geht hin, macht irgendwie einen Bugfix und hat vielleicht kein PHP-Storm, was einem das hier schon rot anzeigt, aber man sieht jetzt hier, dass diese Klasse einen Fehler enthält. Und es ist schon tatsächlich passiert, es wird committed, es wird gepusht und da bei uns im Elias-Projekt die Branches tatsächlich, gerade unsere Trunk oder die Release-Branches nicht protected sind, kann auch jeder Maintainende da schön reinpushen, ohne dass das nochmal kontrolliert wird. Das heißt, dieser falsche Code könnte jetzt bei uns im GitHub-Repository liegen und jemand, der tatsächlich aus Git auscheckt, könnte diesen Fehler jetzt einfach mit dem Pull einfach ziehen und seine Plattform wäre damit erstmal defekt. Mit PHPL kann man eben den Linter darauf losschicken und könnte jetzt einfach mal ein PHP-L ausführen und dann sieht man schon, dass ein PHPL uns eigentlich mitteilen würde, dass diese Datei invalide ist. Erst wollen wir uns jetzt zunutze machen und wollen uns jetzt mal den Pre-Commit-Hook anschauen, um den zu aktivieren. Müssen wir eigentlich nur hingehen und diesen Pre-Commit-Hook, so wenn man Paste funktioniert, kopieren. Das heißt, wir kopieren uns den jetzt nach Pre-Commit. So, jetzt haben wir den. Ups. Wichtig ist, dass diese ganzen Dateien, die wir dann auch als Git-Hook nutzen wollen, dass die ausführbar sind. Wir können jetzt diese Datei editieren. Wir leeren diese Datei. Man sieht es hier schon, gerade was ich gelöscht habe, wird hier Bash verwendet. In den Git-Hooks ist es prinzipiell möglich, alle möglichen Skriptsprachen zu nutzen, die dann eben auch executable sind. Man kann also prinzipiell Bash nutzen, man könnte Python nutzen, man kann PHP nutzen. Und um das jetzt zu demonstrieren, würden wir jetzt einfach mal hingehen und einfach mal einen Beispiel-Hook aus unserem Elias e.V. Developer-Tools-Repository nehmen und ihn hier einfügen. Dieser Hook ist jetzt einfach ein kleines Bash-Skript, was einfach hingeht und die Dateien eben validiert. Das heißt, es führt ein PHP-L aus auf die Menge der geänderten Dateien, zählt die Invaliden und am Ende wird halt mit Exit 1 oder 0 gesagt, ob die Operation erfolgreich ist. Wenn ein Hook eben einen Exit-Status 1 hat, bedeutet das eben, dass die Operation oder die Aktion eben abgebrochen wird und das eigentliche Kommando nicht ausgeführt wird. Wir speichern das mal, gehen wieder in unser Hauptverzeichnis. Wir machen mal einen Git-Status. Die Datei sollte ja noch genau vorhanden sein. Wir adden diese Datei. So, und jetzt würden wir diese Datei committen wollen. Und wir sagen einfach mal fix oder add bugfix. So. Und die Hoffnung wäre jetzt, dass der Git-Hook uns daran hindert, dass wir diese Datei überhaupt committen können. Das hat er getan. Er hat gesagt, dass es einen Error gab. Er hat nämlich das PHP-L ausgeführt und er hindert uns jetzt daran, dass wir diese Datei überhaupt committen können. Das heißt, wir sind nicht in der Lage zu committen und wir sind nicht in der Lage zu pushen. Das heißt, unser GitHub-Repository wird jetzt davon erstmal nicht berührt. Wenn wir jetzt einen Branch hätten, mit dem wir jetzt einen Pull-Request gemacht hätten, hätten wir jetzt auch verhindert, dass jetzt unsere CI-Pipeline angetreten ist und für 4 PHP-Versionen erstmal Builds erstellt hatte, was aus ökologischen Gründen, Stromverbrauch etc. schon mal ganz, ganz gut ist, dass wir das jetzt nicht angestoßen haben mit so einem falschen Commit. Genau.
jetzt haben wir grundsätzlich gesehen, wie ein Git-Hook funktionieren kann. Jetzt am Beispiel eines Pre-Commits. Man kann jetzt auch tatsächlich hingehen und auch andere Prüfungen machen. Man kann hingehen und Unit-Tests ausführen. Man kann hingehen und prinzipiell den Coding-Style prüfen. Ein Problem, was wir mit den Git-Hooks haben, das kann ich nochmal kurz zeigen, indem ich nochmal den Hook, den wir jetzt quasi aktiv ausimplementiert haben, kurz zeige. Es war ein Pre-Commit. Das Problem ist immer, ein Hook kann prinzipiell erstmal nur ein Skript beinhalten. Das viel größere Problem ist, dass die Hooks lokal sind. Das hat auch Security-Gründe. Das Problem ist aber ja, gerade in so einem System wie Ilias, wo wir viele Maintainende haben, auch über Service Provider hinweg oder auch generell auch freiwillige Kontributoren außerhalb von Service Providern hinweg, man will eigentlich solche Skripte ja eigentlich auch teilen. Wir sind ja, wie ich eingangs erwähnt hatte und gezeigt hatte, auch hingegangen und haben jetzt schon mal hier so eine Sammlung an Git-Hooks bereitgestellt, aber dennoch bedeutet dass ja immer jeder Entwickler muss jetzt hier in dieses separate Git-Repository gehen. Jeder Entwickler muss diese Hooks einzeln installieren, muss das richtig machen, etc. Und das ist relativ mühsam, weil eben, wie gesagt, aus Security-Gründen ist es erstmal so nicht möglich, jetzt mein Pre-Commit-Hook, den ich gerade gezeigt habe, jetzt einfach mal der Laura zu geben. Ich müsste ihr das schicken, ich müsste mich darauf verlassen, dass sie das dann genauso installiert. Dafür haben wir mittlerweile aber auch ein Tool, womit wir eben diesen Nachteil, den diese Git-Hooks mit sich bringen, eben so ein bisschen ja ausmerzen können oder wo wir besser gesagt einfach ein Werkzeug an die Hand bekommen haben, dank Open Source, was uns das ein bisschen erleichtert. Und zwar ist das ein Tool, was sich Captain Hook nennt. Das ist auch eine Software, die in PHP geschrieben ist. Die ist von Sebastian Feldmann. Sebastian Feldmann ist ein Entwickler bei Check24, der halt da auch viele Teams betreut, der auch ein Speaker ist in der PHP-Community, kennt man ihn, wenn man Twitter auch verfolgt im PHP, Move to DevNull, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Der hat, oder eins seiner Tools ist eben dieses Captain Hook. Und Captain Hook ist eben eine Library, mit der man entsprechend Git-Hooks pflegen kann. Ich suche gerade nur mal kurz meinen Tab, damit ich auch ich das mal zeigen kann. Genau. Das ist ein GitHub-Projekt. Es gibt eine ausführliche Dokumentation und wir haben das eben als Composer-Library bei uns inkludiert. Und das Schöne ist an Captain Hook, wenn wir das via Composer installieren, dass wir eine Konfigurationsdatei haben, die bei uns im GitHub-Repository liegt. Und mit dieser Konfigurationsdatei sind wir in der Lage, entsprechende Konfigurationen zu den einzelnen Events oder Aktionen zu teilen. Und jeder Entwickler, der zum Beispiel jetzt ab Ilias 7 ist es auch drin in Ilias, das Captain Hook aktiviert. Wir forcieren es noch nicht, aber könnten das auch tun. Bei dem werden dann eben die Hooks, die wir als Projekt eben definiert haben, automatisch ausgeführt. Was wir definiert haben momentan tatsächlich aktiv, ist eben auch wieder dieser Pre-Commit-Hook. Und den haben wir aktiviert. Und wir sagen hier mit dieser Konfiguration, dass wir eben ein Linting ausführen wollen und dass wir zusätzlich den Code-Style prüfen sollen. Das heißt, wir sind in der Lage, über sogenannte Actions prinzipiell Kommandozeilen-Tools auszuführen, aber auch prinzipiell eigene Actions. Der Vortrag wird nicht reichen, um eigene Actions zu zeigen, aber ich führe euch das jetzt nochmal kurz vor, wie das mit dem Captain Hook überhaupt funktioniert. Wir gehen wieder in unser Hook-Directory. Und was ich jetzt erstmal mache, ich lösche erstmal alle Hooks, die wir hier haben. Gehe wieder in mein Hauptverzeichnis und was wir jetzt eigentlich nur tun müssen ist libs composer vendor bin
Captain Hook. Wenn wir diese JSON-Datei, die ich euch gerade gezeigt habe, noch nicht hätten, müssten wir ein Configure machen. Da wir die als Projekt aber vorgegeben haben, brauchen wir das nicht zu tun. Wir installieren das also einfach nur. Captain Hook fragt uns dann, ob wir die Hooks installieren wollen. Das bejahen wir komplett. Und wenn man jetzt nochmal sich das Verzeichnis anschaut, sehen wir, dass wir die Hooks wieder drin haben. Wenn wir uns mal jetzt einen Hook komplett ansehen, sieht man, dass der jetzt immer so ein kleines Skript inkludiert wurde, was dann ausgeführt wird. Wenn wir jetzt hingehen in PHP Storm und wir würden jetzt nochmal versuchen, diese Datei zu committen, dann würde jetzt Captain Hook angestoßen werden. Na. Motorische Schwierigkeiten hier. So, Captain Hook verhindert hier jetzt das, den Commit, indem es sagt, dass es eben einen Linting-Fehler gab und verhindert, dass wir diese Datei committen. Darüber hinaus haben wir als Projekt beschlossen, damit der Richard sich eigentlich nicht mehr so aufregen muss, dass wir auch den Coding-Style checken. Und zwar haben wir ja PHP-CS-Fixer als Development-Dependency. Und wenn ich die Klasse jetzt wieder syntaktisch korrekt mache, aber zum Beispiel jetzt gegen unseren Coding-Style verstoße, indem ich jetzt zum Beispiel hingehe und hier wild den Coding-Style verändere und jetzt sage, ich würde das committen wollen, dann meckert Captain Hook auch. Jetzt sagt er nämlich, dass es auch wieder fehlgeschlagen ist, dass wir eine Violation haben unseres Coding-Styles und dass wir eben diesen Coding-Style aktiv jetzt bereinigen müssen. Wir haben uns extra dazu entschlossen, es nicht automatisch zu bereinigen, weil wir nicht wollen, dass der Source-Code eigentlich, den der Entwickler geschrieben hat, modifiziert wird, unwissentlich, sondern wir wollen den Hinweis geben, hier, dein Code stimmt nicht, bitte prüfe das. Was wir auch tun können, was wir aber jetzt noch nicht umgesetzt haben in Elias, weil das ist so ein bisschen kontrovers diskutiert, zu welchem Zeitpunkt wir das machen, ist tatsächlich, dass wir Unit-Tests checken können. Das wäre so das letzte Beispiel, was ich euch jetzt noch zeigen würde. Ich mache das jetzt auch einfach mal im Pre-Commit. Man würde es vielleicht tatsächlich eher in einem Pre-Push-Hook machen. Wir können tatsächlich unsere ganze Unit-Test-Suite ausführen. Das dauert natürlich lange, deswegen ist das tatsächlich etwas, was man jetzt in der Praxis nicht machen würde, wenn wir entsprechend unseren Commit ausführen, sondern vielleicht tatsächlich erst beim Pre-Push, wenn überhaupt. Und ein Nachteil ist halt, dass wir die ganze Suite eben laufen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt den Unit-Test oder einen Unit-Test eben dazu bringen würde, dass er fehlschlägt, dann sollten wir auch nicht committen können in diesem Beispiel. Ich zeige das noch kurz. Ich habe jetzt hier eine Klasse verändert, die unter Test steht. Ich füge die Datei wieder hinzu. Ich committe das und jetzt sollten die Tests laufen. Man sieht das jetzt hier, die sind jetzt momentan noch ein bisschen unterdrückt. Das heißt, wir sehen die eigentliche Aktion nicht. Das dauert jetzt auch eine Minute, ich hoffe nicht länger. Und dann wird Captain Hook uns hier sagen, dass wir nicht committen können, weil die Unit-Tests nicht laufen. Achten wir mal kurz. Ich kann währenddessen noch erzählen, dass wir in der Lage sind, eigentlich auch über entsprechende Interfaces von PHP eigene Rules implementieren. Wir können also in unserer Elias-Code-Basis, auch verteilt über alle Entwickler, Rules implementieren, die Commit-Messages prüfen, zum Beispiel, wenn jemand schreit und alles Uppercase schreibt. Wir können eigene Actions implementieren, die ausgeführt werden, worüber wir uns dann über IO-Objekte etc. oder das Repository tatsächlich noch die Dateien aus der Stage holen können von Git und dann entsprechende Aktionen ausführen können. Das haben wir noch nicht gemacht, aber das ist potenziell mit dem Tool möglich. Wir sehen das jetzt hier. Wir konnten nicht committen. Irgendwo ganz oben sieht man auch noch die Captain Hook-Meldung hoffentlich. Hier, genau, er hat die PHP-Unit-Tests ausgeführt. Es hat nicht funktioniert. Es ist natürlich jetzt ein bisschen viel Lock, aber wir konnten nicht committen. Und damit haben wir sichergestellt, dass kein Code unseren Rechner verlassen hat, der nicht unseren Ansprüchen genügt. So, das war's im Prinzip.
Ja, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, weil 20 Minuten sind tatsächlich wenig. Ihr könnt mich gerne dazu Dinge fragen, auch außerhalb dieses Workshops. Ihr könnt die Kollegen fragen. Ich ermutige euch alle Entwickelnden, nutzt GitHooks, nutzt Captain Hooks. Das nervt manchmal ein bisschen, gerade wenn man das auch in Plugins nutzt oder dann auch noch Commit-Messages da irgendwelche Constraints draufpackt, dass man nicht im Imperativ spricht oder dass man im Imperativ sprechen soll in Commit-Messages. Aber ich glaube, das ist ein schönes Tool, was uns allen das Leben leichter macht und den Richard weniger fluchen lässt. Vielen Dank. Danke, Michael. Ja, und auch den Produktmanager freut, wenn dann irgendwie wir besseren Code im Repo haben. Fragen noch dazu? Eine Punktlandung, Punkt 10 Uhr fertig geworden, Michael. Ja, super. Also wie gesagt, scheut euch nicht, mich zu fragen, auch außerhalb des Events jetzt. Thomas Farmula fragt, das gibt es aktuell nur im Trunk, richtig? Ich bin der Meinung, dass wir es gemacht haben, bevor Elias 7 abgezweigt wurde, aber ich kann mich irren. Also es ist mindestens im Trunk und wahrscheinlich in Release 7. Okay, also müssen wir nochmal checken. Noch eine Frage? Ist auf jeden Fall einige, die dir da herzlich verdanken im Chat. Gut, dann sieht es, glaube ich, so aus, dass das erstmal alles klar ist. Dein Angebot steht, wenn du Fragen hast. Jederzeit. Ansonsten kann man ja auch nochmal dann Feedback dann gegebenenfalls im Jofix geben. Und ich weiß nicht, ob du es da auch nochmal zur Sprache bringst. Haben wir damals, als wir den Pull-Request, ich kann das gerne noch, aber natürlich jederzeit. Das ist ja dann auch immer so, wenn man sich fragt, ja wie, notfalls kann man es immer quasi im Jofix anklopfen, wenn man nicht weiter weiß. Also es ist auch dokumentiert in unserer Docs-Section.